Großer Empfang für Bundeskanzler Helmut Kohl im Deutschen Historischen Museum. Anlässlich des 30. Jahrestags der Wahl Kohls zum 6. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung zum großen Festakt geladen. Es freut die Konrad-Adenauer-Stiftung außerordentlich, meine Damen und Herren, dass Sie unserer Einladung so überaus zahlreich gefolgt sind. Und ich bin davon überzeugt, es freut auch Helmut Kohl ganz besonders. Der Visionär und Realist Helmut Kohl hat in einzigartiger Weise die deutsche Einheit verwirklicht und die europäische Einigung befördert. Er hat eines der wichtigsten Kapitel der deutschen und europäischen Geschichte geschrieben. Er hat dem Frieden, der Freiheit und der Zukunft unseres deutschen Vaterlandes und unseres europäischen Kontinents gedient. Er hat sich um Deutschland und Europa verdient gemacht. Herzlichen Dank, Helmut Kohl. Mehr als 600 Gäste, Prominente aus Politik und Gesellschaft, darunter viele Wegbegleiter Helmut Kohls, ließen es sich nicht nehmen, den Ehrenbürger Europas entsprechend zu würdigen. Neben den Festrednern, unter anderem den Botschaftern der USA und Russlands, sowie dem ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission Romano Prodi, grüßten auch zahlreiche ehemalige Staats- und Regierungschefs wie George W. Bush und John Major per Videobotschaft. Die Hauptrede des Abends hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor 5 Jahren versammelten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union an genau diesem Ort, dem Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums, um den 50. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge zu feiern. Damals verabschiedeten wir die Berliner Erklärung. Damals wie heute gilt der Satz, den wir in dieser Erklärung geschrieben haben. Wir Europäer, wir sind zu unserem Glück vereint. Ein gutes Stück dieses Glücks haben wir Helmut Kohl zu verdanken. Seine 16 Jahre währende Kanzlerschaft hat Deutschland und Europa maßgeblich geprägt. Er hat sich um unser Land und Europa verdient gemacht. Ein weiterer Höhepunkt des Abends, die feierliche Enthüllung der Helmut-Kohl-Briefmarke, mit der die herausragende politische Lebensleistung des Kanzlers der deutschen Einheit gewürdigt wird.